Hallo ihr Lieben! Ja, heute habe ich mal wieder ein ganz einfaches Infovideo für euch. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß ja, dass ich gelegentlich das Bedürfnis habe, mich einfach mal mitzuteilen. Und diesmal ist der Hauptgrund, dass ich euch mitteilen möchte, dass jetzt den Rest des Monats so ziemlich gar kein Video mehr kommen wird. Und ich möchte euch einfach kurz erklären, woran das liegt. Falls ihr euch wundert, ich sehe ein bisschen demoliert aus. Ich habe gestern ein Tritt gegen den Kopf bekommen. Die ganze Wange ist jetzt blau. Es ist alles gut, keine Gehirnerschütterung. Also ist beim Hufauskratzen passiert, war ein dummer Unfall. Aber ist alles in Ordnung. Und weshalb jetzt keine Videos kommen, liegt einfach daran, dass ich jetzt den Monat doch noch ein bisschen für die Hochschule zu tun habe. Da habe ich ja meine Projekte alle ein bisschen schleifen lassen und muss die jetzt bis Oktober alle noch zu Ende bringen. Und ich drehe im Moment ein paar Videos, aber die sind ja jetzt erstmal nicht für YouTube bestimmt, sondern die sind für den RheinTV Videopreis. Ich habe das Glück, dass ich im NCN bin und deshalb daran teilnehmen darf. Und das soll natürlich auch irgendwas Besonderes sein und da stecke ich deswegen besonders viel Arbeit rein. Und damit bin ich dann ganz gut beschäftigt im Moment. Und wir wurden darum gebeten, diese Videos noch nicht öffentlich auf YouTube zu stellen, sondern erst nach dem Videopreis. Das wird dann also vermutlich so die letzte Oktoberwoche sein, dass ich die Videos dann hochlade. Ganz besonders an dem Videopreis freue ich mich auf die Preisverleihung. Also jetzt unabhängig davon, ob ich überhaupt teilnehme, ob ein Video von mir gewinnt. Ich werde auf jeden Fall hinfahren, weil ich mich unglaublich drauf freue, mal die ganzen MCN-Mitglieder kennenzulernen. Ich bin ja mittlerweile seit fast 8 Monaten, glaube ich, dabei und habe noch keinen einzigen von denen so persönlich getroffen und kennengelernt. Und es ist dann jetzt endlich soweit und ich freue mich riesig drauf. Und ja, deswegen. Im Oktober kommt dann mal wieder ein bisschen mehr von mir, aber jetzt im September über werde ich halt irgendwie so gut wie gar nichts machen können. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch und ihr versteht's. Und ja. Ansonsten, der Feli geht soweit ganz gut. Die wird von Tag zu Tag ein bisschen dicker. Aber ich habe mir jetzt sagen lassen, okay, es ist normal, dass sie jetzt langsam ein bisschen zulegt. Ich soll sie aber ganz normal weiter trainieren. Und ist ein bisschen komisch, wenn sie jetzt immer breiter wird. Und ich habe das Gefühl, so nach und nach mit den Beinen gar nicht mehr richtig dran zu kommen. Aber wenn das normal ist, dann muss ich das jetzt halt so hinnehmen. So, damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Damit seid ihr mal auf dem neuesten Stand und wisst Bescheid. Bei mir ist es halt wirklich so, ich mache das ungerne, dass ich einfach ein paar Wochen lang keine Videos mache, ohne vorher was zu sagen. Das mag ich nicht, deswegen jetzt also die Information, es kommt eine Weile nichts an. Damit ist mein Gewissen beruhigt und ich setze mich selbst nicht so unter den Druck von wegen, oh, ich muss ein Video machen. Also wisst ihr jetzt Bescheid und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video.